Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, Drucksache 19/4706 zu Drucksache 19/4502. Berichterstatter ist der Kollege Frömmrich. Ich erteile ihm das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Beschlussempfehlung. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN und der SPD gegen die Stimme der FDP bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Berichterstatter, herzlichen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abg. Rentsch für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der dritten Lesung kann man eine solche Debatte kurz halten. Der Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der 20. hat verschiedene Punkte. Ich will mich auf die wesentlichen konzentrieren. Wir kritisieren als Freie Demokraten zum einen die Regelung zur angeblichen Staatsferne des Rundfunks. Meine Damen und Herren, es ist aus unserer Sicht nicht einmal ansatzweise zu erkennen, nach welchen Kriterien die neun staatsfernen Mitglieder in Anführungsstrichen des Hörfunkrates und andere ausgewählt werden. Das Thema Quotenregelung, eine feste Quote auf eine Frau folgt ein Mann und wieder umgekehrt, ist aus unserer Sicht in keiner Weise sinnvoll. Und ich sage auch, so wichtig eine Geschlechterrepräsentation in diesen Gremien ist, umso wichtiger wäre es aber auch, noch einmal über Eignung zu sprechen und nicht nur über das Geschlecht. Beides gehört aus unserer Sicht zusammen. Aber Frau Kollegin Dorn, es kann doch sogar sein, dass es sehr viel mehr geeignete Frauen, z.B. in einer Fraktion wie Ihrer, dass es mehr Frauen sind, die sich zum Thema Rundfunk, die da deutlich kompetenter werden. Aber genauso könnte es natürlich auch sein, dass es in anderen Fraktionen andere Geschlechter gibt. Und insofern, Frau Kollegin Dorn, glauben wir, dass das eine, und das sind wir ja nicht ganz alleine, sondern das wird ja von vielen unterstützt, unsere Position, dass das eine ziemlich unsinnige Positionierung ist. Aber der Hauptpunkt, meine Damen und Herren, ist, dass die Empfehlung der KEF, die ja für die Frage der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zuständig ist, die auch die wissenschaftliche Analyse dieser Strukturen macht, dass dieser Empfehlung seitens der Ministerpräsidenten nicht gefolgt wird. Ich will Herrn Staatsminister Wintermeyer nicht aufregen. Er hat gesagt, er hat Husten, er muss Hustensaft nehmen. Wir halten das für falsch. Wir halten diese Empfehlung für richtig. Wir glauben, dass die Rücklage, die gebildet wird, nicht richtig ist, sondern dass dieses Geld, so wie der Vorschlag auch ursprünglich war, an die Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler zurückgegeben werden sollte. Denn es soll auch ein Anreiz auf öffentlich-rechtlicher Seite im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschaffen werden, um in den nächsten Jahren effizient zu arbeiten. Das ist für gerade die kleinen Häuser wie den Hessischen Rundfunk eine große Ambition. Das ist unbestritten. Aber ich glaube, dass diese Empfehlung der KEF nicht ohne Grund gemacht worden ist. Und ich halte es für falsch, dass sich die Ministerpräsidenten in dieser Frage darüber hinwegsetzen. Insofern wird die FDP diesem Gesetzentwurf, diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Siebel für die Fraktion der SPD. Wo ist er denn? Da ist er. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD hatte schon, oder ich hatte schon für meine Fraktion in der ersten Erörterung signalisiert, dass wir dem geneigt sind, diesem 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zuzustimmen. Und zwar will ich das jetzt noch einmal vor dem Hintergrund dessen, was Kollege Rentsch gesagt hat, unterstreichen. Herr Kollege Rentsch, das, was in diesem Rundfunkänderungsstaatsvertrag zur Zusammensetzung des Hörfunkrates und des Verwaltungsrates des Deutschlandfunkes verändert worden ist, entspricht vollumfänglich dem Verwaltungsgerichtsurteil folgenden Richtlinien, die erlassen worden sind zur Staatsferne der Zusammensetzung dieser Gremien. Das haben Sie infrage gestellt, Herr Kollege Rentsch. Das haben Sie infrage gestellt. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf. Und insofern widerspreche ich diesen schwerwiegenden Vorwurf nicht deshalb, weil ich mir das im Kopf ausgedacht habe, sondern deshalb, weil die entsprechenden
entsprechenden Verantwortlichen das nun in der Tat sehr genau geklärt haben, auch vor dem Hintergrund anderer Veränderungen von Gesetzen, die in diesem Zusammenhang stehen. Zweite Bemerkung, die ich machen möchte, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihre Einlassungen zum Thema der Quotierung von solchen Rundfunkreden finde ich schon interessant. Vielleicht sollte man da erst einmal auch bei sich selber ein bisschen aufräumen. Also, das ist eine der schwachen Formen der Quotierungen, aber wenigstens diese schwache Form ist dort durchgesetzt. Man hätte sich mehr wünschen können, aber das ist ein erster Schritt zur Quotierung des Hörfunkrats des Deutschlandfunks. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle anderen Fragen hatten wir auch schon hinreichend erörtert. Ich will noch einmal unterstreichen, dass wir auch deshalb diesen Rundfunkänderungsstaatsvertrag mittragen, weil er zur Verbesserung der Personalvertretung der sogenannten festen Freien sowie die Schaffung eines freien Statuses beinhaltet. Und zum Thema der Frage der Gebühren. Was dieser Rundfunkstaatsvertrag im Kern festlegt, ist die prozentuale Verteilung der Rundfunkbeiträge. Die wird dargestellt in der Verteilung auf ARD, ZDF und das Deutschlandradio, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zu der Frage, dass die KEF empfohlen hätte, das, was jetzt sozusagen in Rücklagen gebunden wird zur Finanzierung der Notwendigkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch das halten wir seitens der SPD-Fraktion für. Oder soll ich sagen, seitens der FDP-Fraktion? Wenn Ihnen das lieber ist, dann lasse ich das mal einfach so stehen. Seitens der SPD-Fraktion für richtig. Sie versuchen immer wieder mit Ihren Einlassungen die wichtige Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks infrage zu stellen. Das sehen wir grundlegend anders. Danke schön. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Wolff für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich wundere mich jetzt schon ein bisschen über den Vorwurf des Kollegen Rentsch zu diesem Tagesordnungspunkt. Eigentlich hatten wir gedacht, wir bräuchten die Debatte der ersten Lesung gar nicht wiederholen. Nachdem aber Herr Kollege Rentsch jetzt den Vorwurf des Kollegen Rock aus der ersten Lesung wiederholt, es ginge hier um Beiträge, will ich es mir an der Stelle ein bisschen einfach machen, indem ich den Minister Wintermeyer zitiere aus der ersten Lesung, der gesagt hat, ich will nur darauf hinweisen, damit nicht der falsche Eindruck entsteht, dass wir mit dem vorliegenden Rundfunkänderungsstaatsvertrag über Rundfunkbeitragssenkungen, Rundfunkbeitragserhöhungen oder Rücklagenbildung entscheiden würden. Dies wurde lediglich nachrichtlich in der Begründung aufgenommen. Herr Kollege Rentsch, über die Frage der Beiträge ist an anderer Stelle zu entscheiden. Ich habe auch in der ersten Lesung schon einmal darauf hingewiesen, wenn wir in die Situation gekommen wären, abseits des Vertrags in einem anderen die Rundfunkbeiträge abzusenken an dieser Stelle, dann hätten wir die Bemerkung der KEF an anderer Stelle auch lesen sollen, nämlich dass dann zu gewärtigen wäre, dass wir dann in kurzer Zeit dazu gezwungen wären, die Beiträge um 2 € und mehr anzuheben. Meine Damen und Herren, wer die Debatte führen möchte, der kann dieses auch gerne heute tun. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um den Deutschlandfunk, das Deutschlandradio. Es geht darum, dass wir hier tatsächlich, das hat der Kollege Siebel ja zu Recht gesagt, dem ZDF-Urteil gerecht werden. Ich glaube, dass wir damit einem Sender den Rahmen geben, der auch in der ersten Lesung ja sehr gewürdigt worden ist, wegen des Informationsgehalts, wegen der Qualität. Ich glaube, wenn man ein bisschen beobachtet, was dort geleistet wird an Nachrichten, was dort geleistet wird auch an längeren Hintergrundinformationen, was dort geleistet wird in Interviews und in Streitgesprächen, der kann sagen, dass ein wesentlicher Beitrag der Information unserer Bevölkerung eine Grundlage für die Meinungsbildung ist. In diesem Sinne stimmen wir dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag mit Freude zu. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Frömmrich, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schließe mich ausdrücklich den Ausführungen der Kollegin Wolff und des Kollegen Siebel an. Wir werden dem Staatsvertrag zustimmen. Herzlichen Dank.
Herr Staatsminister Windemeyer für die Landesregierung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der ersten Lesung und im Hauptausschuss ist ja deutlich geworden, dass der vorliegende Staatsvertrag zum Deutschlandradio entsprechend eine breite Mehrheit des Landtags erfahren wird. Das begrüßen wir als Landesregierung. Denn dieser Staatsvertrag hat den Anspruch, in den Gremien des Deutschlandradios mehr Staatsferne und mehr Vielfalt nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, Herr Siebel, nicht dem Verwaltungsgerichtsurteil, zu gewährleisten. Die FDP-Fraktion hat entsprechend angekündigt, dass sie den Gesetzentwurf ablehnen will. Erlauben Sie mir bitte, dass ich noch einmal kurz auf den Punkt eingehe. Es darf nicht der falsche Eindruck entstehen, dass mit diesem Staatsvertrag, dem 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, über die Frage von Rundfunkbeitragssenkung oder Beitragserhöhung oder Rücklagenbildung entschieden werden würde. Das ist, wie Frau Kollegin Wolf den Chef der Staatskanzlei aus der ersten Lesung zitiert hat, nicht der Fall. Herr Kollege Rentsch, die Ministerpräsidentenkonferenz ist der Empfehlung der KEF, den monatlichen Rundfunkbeitrag um 30 Cent abzusenken, nicht gefolgt. Deswegen wurde auch dort keine staatsvertragliche Regelung getroffen oder musste getroffen werden. Wenn Sie aber seitens der FDP-Fraktion über die Vorstellung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten diskutieren, die empfohlen hat, den Beitrag zu senken, dann gehört zumindest zur Wahrheit dazu, dass die KEF in demselben Atemzug, Herr Rentsch, darauf hingewiesen hat, dass es in dem nächsten Bericht nicht um eine Senkung des Beitrages um 30 Cent, sondern um eine Erhöhung des Beitrages von über 2 € monatlich zusätzlich pro Monat gehen würde. Die Ministerpräsidenten waren sich alle einig, dass es keinen Jojo-Effekt geben sollte, das heißt Senkungen jetzt und danach noch eine größere Steigerung. Man hat sich dort für die Bildung einer Rücklage zu zukünftigen Absenkungen von Beitragserhöhungen entschieden. Ich glaube, das ist auch im Interesse der Beitragszahler und auch der Akzeptanz. Erlauben Sie mir, Herr Rentsch, noch den Hinweis, dass alle 16 Landesregierungen den Staatsvertrag beschlossen haben, also auch die Landesregierung von Rheinland-Pfalz, die ja bekanntlich von der FDP mitgetragen wird. Sie wird wahrscheinlich nicht dominiert, sondern sie lässt sich dominieren. Wahrscheinlich dürfte das der Zwischenruf von Ihnen sein, wie Sie es darstellen. Ich bitte Sie daher, dem Gesetzentwurf zum 20. Rundfunkänderungsstaatsvertrag zuzustimmen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir stimmen ab. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Lesung zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, Grüne und SPD. Wer ist dagegen? Die FDP. Wer enthält sich der Stimme? DIE LINKE. Damit stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen ist und damit zum Gesetz erhoben wird.